Hey Kinders, was geht bei euch? Ja, willkommen zurück zu Far Cry 5. Ja, das wäre gelogen. Ja, ich dachte mir, ich muss jetzt mich doch einfach hier noch in eine kleine Aufnahme reinschmeißen. Eigentlich wollte ich jetzt gar nicht weiter aufnehmen, beziehungsweise also heute nichts mehr aufnehmen. Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen, ich habe heute leider meinen Kater einschläfern lassen müssen. Das war ein bisschen heavy. Aber einfach so in der Trauer zu versinken, ist auch irgendwie nicht so meins. Ich muss dann lieber mich reinschmeißen in die Arbeit und damit irgendwas ablenken. Ich laber mal kurz die Frau an. Wir dachten alle, Larry spinnt, aber er hat das ganze Elend kommen sehen. Er warnt schon seit Jahren vor irgendeiner Invasion. Vielleicht sollte man ihm mal auf den Zahn fühlen, was er noch weiß. Ha, okay. Ja, also ich kann mich da nicht einfach hinhocken und dann hin und her. Ich muss irgendwie was machen. Und ja, darum dachte ich, wir machen jetzt hier einfach weiter. Ich werde einfach weiter aufnehmen, weil ich mich jetzt nicht einfach ruhig hinlegen kann. Es ist ja jetzt ultra früh, es ist schon der Tag nach diesem unangenehmen Tag. Gleich 5 Uhr morgens. Aber ich kann jetzt eh nicht pennen, also pennen geht gar nicht so, die komplette Ruhe genießen geht nicht. Wer sucht mich? Ja? Ach, die Sekte sucht mich, ja, ich weiß. Das war dieser Elch jetzt, den wir finden müssen da hinten. Was sind die Quests? Ah, da. Können wir uns da schon mal ein Stück porten? Nicht wirklich, wir können hier hin. Das können wir schon mal machen. Ja, und es geht ja, also es wird ja nicht besser, wenn man sich irgendwie zurücklegt oder lehnt und aber rumheulen ist oder wie auch immer. Ich bin ja dann doch eher derjenige, der sich dann einfach weiter kümmert um andere Dinge und somit komme ich einfach am besten rum bei der ganzen Sache. Wer steht denn da? Hat jemand auch eine Mission für uns, beziehungsweise eine Information? Hallo? Aha. Sorry. Weiter reden bitte. Okay. Gut, gut. Das könnt ihr ja machen, aber ich gehe jetzt. Wen haben wir dabei? Andrew, sehr gut. Mit Andrew jetzt mal richtig ausrasten bei diesem Elch. So. Na, Musik, nein. Dann fahr mal los. Ja. Das war schon echt eine unangenehme Sache, wie es halt so ist, ne, wenn man ein geliebtes Lebewesen auf die weite Reise schicken muss. Vor allem einfach so extrem unnötig. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass man sagen würde, ja gut, der war ja alt. Ich hab's auf Twitter ja kurz geschrieben und auf Instagram, dass die Tage, die... Also ich habe die Info ja schon rausgehauen, aber ich sag's ja einfach auch nochmal für alle, die das nicht mitbekommen haben. Also mein Kater hat dummerweise eine Ratte gefangen und gegessen, die scheinbar brutalst vergiftet war, also die Rattengift genascht hat. Und das hat ihn halt eben auch voll vergiftet. Also einfach so, nur deswegen. Es ist echt bitter. Einfach es ist so ein blöder Grund, dann ein Tier zu verlieren. Weil dummerweise das Falsche gegessen wird. Also er hing total in den Seilen und sowas. Und meine Freundin hat noch gemeint, ja gut, der wird was Falsches gegessen haben. Was ja in dem Fall sogar stimmt oder gestimmt hat. Aber dass es so was extrem Falsches ist, hätte ich nicht gedacht. Und ja, bei der Ärztin, als wir dann eben beim Arzt waren oder bei der Ärztin daneben, war es eigentlich schon zu spät. Und sie hat gemeint, bevor er jetzt ultra am Krampfen ist, ne, sollten wir ihn erlösen. Und das haben wir dann auch gemacht. Oder halt sie dann eben gemacht. Und ja, das war schon eine leicht blöde Sache. Oder nicht nur eine leicht blöde Sache, es war eine extrem beschissene Sache. Weil es eben so, es fühlt sich so unnötig an, so... Fickt ihr mich gerade? Hallo, what the fuck? Nee. Warum trefft ihr mich von da? Hört auf. Ich höre noch nur zu diesem blöden Elch. Ja, einfach so unnötig, ne? So unnötigerweise. So wie wenn jemand, keine Ahnung, einfach auf eine unnötige Weise stirbt. Ein junger Mensch, der einen Autounfall hat und dann tot ist. Ne, bei einem Alten kann man ja sagen, ja gut, das war ja absehbar. Ihr wisst, was ich meine. Das fuchst mich noch so ein bisschen. Alter. Ja. Aber, wie gesagt, man kommt da nicht drum rum. Durch diese Trauerphase muss man sich einfach durchdrücken. Und das mache ich genauso. Aber ich kann mich nicht ganz hinhocken und dann rumtrauern. Ich muss auch mal was machen. Und darum nehme ich jetzt doch nochmal eine Runde auf. Ich glaube, dann habe ich auch gar nicht so viel Verzögerung, was YouTube angeht. Keine Sorge, natürlich würde ich direkt pausieren, wenn es jetzt irgendwie zu arg werden würde. Aber das hilft mir einfach. Also das mit euch darüber zu erzählen und einfach was zu machen. Das lenkt mich ab und das hilft mir. Ich habe auch vorhin direkt noch mit Beryl eine Runde gezockt.
Und natürlich wieder fett Wingman gespielt und nicht aufgenommen, ne? Weil. Oh Gottes Willen, nein, Stinkefelder, Stinkefelder. Sind das alles Stinkefelder? Irgendwie schon, ne? Wer ist jetzt der Böse? Die sind ja alle. Oh nein. Ja, ich kann die gar nicht markieren. Wir schießen die einfach an, da müssten die eigentlich verpuffen, genau. Die haben die das eben genudelt, okay, Andrew. Oh, oh. Oh shit. Oh, Andrew, riesige Böcke. Ich dachte irgendwie, dass ich hier oben sicher bin. Das ist scheinbar der echte. Ich kann jetzt nicht. Oh Gott. Ich habe auch immer das Gefühl, dass er uns gleich nudelt. Ja, ich hab's gesehen. Aber ich kann jetzt, ich kann. Oh Gott, Andrew, ich kann dir nicht helfen. I'm gonna be dead in a few seconds, dude. Komm schon, 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 schon. Komm schon. Ah! Okay. Bitte schön, dude. Also töte den Elch. Er hat jetzt schon ordentlich gefressen. Wo ist der? Da würde ich nämlich direkt so ein Fernzündungs-Dings-Bummens nehmen. Und ihn einreißen. Aber er ist gar nicht mehr da. Wir müssen jetzt halt rumlaufen und den suchen. Ich nehme an, dass hier vorne ist das Suchgebiet, da wo die Kacke wabert hier. Elch. Ah, ist er das? Nein. Das ist er. Was zum? Was? Ja, das da vorne ist er. Wir gehen mal direkt hin. Und geben ihm dick auf die Nase. Bärchen. Okay, die fighten. Ist er das jetzt da vorne? Hallo Bär. Nein, 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 nein. Ja, genau, fall um. Das da vorne ist er bestimmt. Hat der rote Augen? Nicht wirklich. Ehrlich. Ja, das ist er. Hier. Oh. Oh. Jetzt hat er aber auf die Fresse bekommen. So. Locker. Komm her. Ist der eklig. Er leuchtet immer noch. Er hat immer noch leuchtende Augen. Hat er sie noch alle? Wir gehen hier mal direkt raus aus dem Feld. Ich denke, wir werden doch gleich irgendwie gekascht von der Trulla. Ist das hier aus? Sind das hier diese Blumen? Das ist generell das Feld einfach gewesen. Das Wasser. Die haben das ja in diese Wasserversorgung reingekippt, diese Gülle. Und darum wurden wir da direkt ein bisschen vergiftet. Ich gehe mal da hoch und nehme noch die Aufgabahn. Was? Wölfe? Die? Oh. Oh, VIP. Okay, warte. So. Sekten-VIP eliminiert. Ja, natürlich habe ich einen Moment für dich, Mademoiselle. Ich weiß nicht, was bei der Lamb of God Kirche los hoppala, ist. Hoppala. Ihre Augen sind ja wieder krass, ne? Dann sind Schüsse gefallen. Das muss Grace sein. Aha. Das muss doch Grace sein, oder? Das heißt, hier ist jemand, der Grace heißt und die ist eine Heckenschützin. Hier Grace bei der Lamb of God Kirche. Die Peggys können sie einfach nicht in Ruhe lassen. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal dahin. Zu dieser Lamb of God Church. Und wursten da mal ein bisschen rum. Aber wir bräuchten einen fahrbaren Untersatz. Mademoiselle, rennst du hier auch? Du willst auch auf die Szene der Straße oder was? Nur ein paar blaue Flecken diesmal. Oh, ein Rehchen. Oh, wie sie es gerade hingesetzt hat. Schnell, steh auf, rennen. Oh, noch jemand? Ein Raketenwerfer, verrückt. Bleib ganz ruhig. Was ist mit ihr los? Krass. Als die Sekte durchgedreht ist, wollten ein paar Freunde von mir die Werkstatt vor den Peggys beschützen. Seitdem haben sie sich nicht mehr gemeldet. Tja, ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Wahrscheinlich sind sie tot. Finde ich hier irgendwo eine. Oh. Wir sind ja echt einfach auf so einem kleinen Inselchen gelandet. Halt, aber vielleicht können wir uns einfach ein bisschen teleportieren. Weil das haben wir ja alles schon jetzt hier, diesen Bereich. Wir müssen es also nicht übertreiben. Sag mal, wo ist denn. Ach so, da oben ist es doch. Emma Bland, dude, Emma Bland. Verdammt, hallo, hier ist Snake. Da können wir gar nicht hin. Wir können uns gar nicht so viel porten, wie ich dachte. Nee. Verdammt. Nee, dann laufen wir jetzt schon. Sogar wir schwimmen mal jetzt kurz rüber. Wir sind ja schon in die richtige Richtung. Genau. Dann gehen wir halt darüber. So, soll's. Dann schnecken wir uns da ein Fahrzeug. Ja, naja. War ein sehr blöder Tag. Aber der wäre jetzt auch somit geschafft. Und die Zeit heilt alle Wunden und so weiter und so fort. Also es läuft.
Sind wir hier vorhin auch drüber geschwommen? Sieht so riesig aus. Ja, das war das mit dem Boot, oder? War das nicht sogar genau die Kante da vorne? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt halt ultra müde. Aber dann irgendwie auch wiederum nicht, ne? Also ihr kennt das ja dann meistens, ist man... Also bei mir ist es so, wenn ich dann so eine in Trauer da rumsitze, dann verbrauche ich irgendwie ultra die Energie auch einfach während diesem ganzen gesamten Prozess dort eben beim Arzt und so. Und ich bin eigentlich so müde, dass ich mich sofort fallen lassen könnte. Aber ich komme gerade einfach nicht mit dieser Ruhe dann klar, ne? Dann fängt man direkt an zu denken, dann ist es wieder unangenehm. Und darum mache ich mich jetzt hier noch ein bisschen müde. Und dann mache ich mir ganz genüsslich. Oh oh. Ah, es ist ein Zivilist. Ganz genüsslich den TV an. Ich werde einfach schweinig, wie ich bin. Vom Fernseher einpennen. Oder während der Berieselung. Einfach Dauerberieselung. Ja, fahr schön über deine eigene Straßensperre. Oh, Andrew? Wollen wir nicht einsteigen? Okay. Warum auch nicht? Ist es davon jetzt? Ja, ist ein Jäger. Bitte, Hund, nicht auf die Straße. Tja, Andrew, tschüss. Ja, da bin ich richtig brutal müde. Kann mich einfach flatschen lassen. Ja, scheiß drauf. Einfach direkt weg, Bummer. Ja, lieber nicht querfeldein. Warum ist es jetzt nicht markiert, sodass ich einen Weg sehe? Jetzt. Okay, war das eben nicht... Ne, das war nicht zu sehen, ne? Oh, no. Oh. Bye. Oh, schon wieder. Er lenkt einfach irgendwo hin. Manchmal, wenn ich mich voll umdrehe. Also im Auto. Sollte eigentlich nicht umlenken. Eben schon wieder, oder? Weiß es nicht. Ich glaube, er lenkt dann echt auf die rechte Spur. Wenn ich mich so schräg mache. Ah, jo. Das ist wie so ein automatischer Fahrassistent. Okay, ganz ruhig. Rammt einfach unser Auto. Ob der auch Kurven nimmt dann? Pass mal auf, ich lenke gerade nicht. Achtung mal, ob er die harte Kurve nimmt. Der fährt dann echt die Kurven. Ich drücke nur auf W. Und ich habe die Fahrhilfe nicht an. Jetzt ist die Fahrhilfe an. Meines Wissens kann ich ja noch einfach loslassen. Genau. Er fährt davon ganz alleine. Okay. Krass. So, da sind wir schon. Oh, da sind sogar schon Leute. Wartet mal. Nicht so schnell. Ach so, ihr seid schon am Hasseln. Hey, Gott, oh, fuck. For fuck's sake, dude. I'm dead. Das war ein bisschen Darm. Oh, Billy die Bob ist noch da. Andrew ist noch da. Komm schon, Andrew. Oh, ist so nice, er ist. Oh, er ist so krass, habt ihr es gesehen? Er rennt und ballert. Andrew, auf deiner Seite. Be my six, dude. Oh, fuck me in the E. Okay, Andrew. Gut gemacht, Andrew. Da ist noch jemand, Andrew. Boah. Dem hab ich gegeben, Andrew. Oh no. Warum kommen die jetzt aus dem Wald? Warum kommen die jetzt aus dem Wald? Nein. Geht weg. Gut mitgedacht. Was ich vorhin noch sagen wollte, das habe ich gar nicht zu Ende erzählt. Barry und ich nehmen, spielen Wingman und natürlich haben wir da nicht aufgenommen. Ich habe gemeint, ey, bist du noch da? Lass mal noch eine Runde zocken hier. Es tut mir gerade gut, ne, hier ablenken. Warum darum? Da meinte er, ja klar, können wir machen. Wir haben 5 Spiele gespielt, 4 gewonnen und 1 Draw. Es waren echt gute Spiele, also wir haben wirklich schöne Shots gemacht. Ich habe ein paar Highlights gemacht, um, ja, eben für Highlight-Videos, aber ich hab sie nicht am Stück aufgenommen. Das wären richtig schöne... Oh. Wingman-Spiele geworden, also zumindest vom Gameplay her. Klar, wir haben nicht viel gelabert. Warum ist denn die jetzt down eigentlich? Da drüben sind welche. Ja. Komm her. Da kümmere ich mich selber drum. I'm a hero from Zero to Hero. So, was hast du für uns noch? Nee, kein Konflikt, ich will das wissen. Ach. Wir gehen rein. Nein, ich will... Oh ja, das wird... Die ist ausgerutscht. Andrew, du hast nichts gesehen. Die ist ausgerutscht. Warte. Andrew. Ist die tot? Ich glaube, die ist tot. Die war in einem Konflikt. Sie war nämlich noch nicht gestorben. Guck mal, was hier abgeht. Ich bin hier oben im Turm. Okay. Ich heiße Grace.
Hallo. Ich habe schon gehört, dass da jemand der Sekte das Leben schwer macht. Die Sprecherin. Die kennt man. Siehst du die Gräber da unten? Da sind ein paar Kriegshelden begraben. Mein Dad ist einer von ihnen. Die Peggys wollen die Gräber schänden. Die wollen unsere Geschichte auslöschen. Uns demoralisieren. Uns brechen, damit wir aufgeben. Aber nicht solange ich hier bin. Ja. Solange ich noch atme, rührt niemand das Grab von meinem Dad an. Ich bin eine gute Schützin, aber ich brauche Rückendeckung. Sie dürften gleich wieder da sein. Okay, können wir machen. So, verteidige die Grabmäler. Da schießt jemand scharf. Unterwegs. Deckt mich. Okay, Südosten. Nicht geplant. Überhaupt nicht geplant. Aber gut. Bam, B. Get out my way. Get out my way. Bam, B, 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 B. Das war irgendwie kein... Oh mein Gott, warum ist er gerade weggeflogen? Nein, Andrew, I need you da. I need you. I need you day. Ja, hilf mir. Dankeschön, Bray. Nein, dude. Andrew, da sind einige. Vielleicht musst du die kurz alle töten. Da, Andrew, guck mal, so macht man das. So, muss boxen, muss boxen. Nee, 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 jetzt ist niemand tot. Apropos, jetzt ist jemand tot. Ihr habt vollkommen recht, Bitches. Denn jetzt ist der Spaß angesagt. Oh, 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 oh. Ja gut, ihr seid noch da hinten, kommt mal näher. Oh, da kommen sehr viele irgendwie. Okay, vielleicht... Oh, shit. Warum habe ich jetzt eine Granate in der Hand? War nicht geplant. Hier. Yay. Kommt doch mal näher. Ich wollte euch eigentlich alle verprügeln. Lurchböcke. Ja, jetzt gehst du in so ein Loch rein, damit ich dich nicht treffen kann, du Sack. Du kleiner Jacques Girac. Okay, warte. Jetzt verstecken. Hallo. Oh, oh. Oh, oh. Schnell, schnell, schnell. Bye, bye. So. Hallo. Die Straße, die Straße. Bam, in die Nüsse. Zerschmetter die Deppen. Eins. Und... Oh, fuck. Hab ich gesehen. Oh, noch mehr. Sehr gut, er ist nicht down. Alles klar. So, ja, ja. Geh einfach hier. Oh. Alter, Andrew, Andrew, ich brauch Deckenrückung, Bro. Ich brauch Deckenrückung. Andrew? Ah, da ist er da vorne. Der ist mitten in der Action. Da vorne ist noch einer irgendwo. Also kommt, da kommt eine ganze Truppe nochmal angerannt. Komm schon! Bam! Hehe. What? Was? Ja, willst du mich verarschen? Hier, nochmal für euch, bitteschön. So, er ist immer noch alive. Die sind hinter mir. Mademoiselle, kannst du nicht irgendwie... hat er mir gerade Dreck ins Gesicht geschmissen? Hat er gerade angedreckt? Ja, komm. Zieh mal einen ab, bitte. Guck mal da. Da ist ein großer. Den sollten wir vielleicht mal... Oh. Vielleicht mal down machen. Bevor hier noch mehr abgeht. Die haben noch gar nichts hingekriegt an den Schreien. Nein, nein, nein. Finish him. Okay. Oh, oh. Die kamen alles noch von der Straße. Muss das sein? Die können doch langsam mal down gehen. Die haben doch noch gar nichts gekriegt. Die haben nichts hinbekommen bis jetzt. Komm ich hier mal kurz da unten rein. Oh. Oh, ho, 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 ho. Ist hier noch mehr? Tote Peguards. Aha. Ist hier noch was? Nein. Da ist was. Hallo. Jetzt wird man sofort aufgehört hier, gell? Oh, ich glaube, gleich geht er auf uns. Und da ist er weg. Guck mal, die kriegen gar nichts hin, oder? Die ziehen doch diese Schreine überhaupt gar nicht ab. Ja, verschwindet hier, verdammt. Sehr schön. Verpisst euch, oder ich mache euch kaputt mit meinem Ding. 3, 2, 1, blub. Oh, ich meine 3, 2, 1. Der ist da ganz schön langsam, der Kerl. Ja, bleib liegen, Alter. Boah.
Der frisst so richtig. Nein, nein, nein. Sehr schön. Ja. Ist das nochmal Peggy? Das sind auch zwei, ne? Ich will nur die Pfeile wieder haben. Die haben so viele Pfeile da reingeschossen. So. Die Frau kommt schon runter. Sehr schön. Jetzt haben wir schon ordentlich nachgeholfen. Die Sprecherin, habt ihr Ding gesehen? Habt ihr diese Gefängnisserie gesehen mit den Frauen? In dem Frauengefängnis. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Das ist die von der Crazy. Ohne dich wäre das knifflig geworden. Von der Crazy 8 oder wie sie hieß. Ich schulde dir was. Nicht viele Leute hätten den Kopf für sowas hingehalten. Das bedeutet mir viel. Mein Dad sagte immer, solange wir aneinander glauben, gibt es noch Hoffnung. Wenn wir zusammenhalten und aufeinander aufpassen, kriegt die Sekte uns nicht klein. Keine Angst, ich werde es nicht sentimental oder so. Aber wenn du jemals Hilfe brauchst, dann meld dich. Ich halte den Rücken frei. Okay. Gut. Yay. Wir haben gerade mal 20 Minuten, da kann man schon noch was hinten dran hängen. Ah, geil, die können wir jetzt mitnehmen, die Frau. Das heißt, wir können jetzt eigentlich... Ist ja was gelaufen vor uns? Deputy, ich weiß, wir haben es noch lange nicht geschafft, aber all deine Taten schenken dem Widerstand Hoffnung und Antrieb. Ich komme mit dem Zählen kaum noch mit, so viele Leute wollen uns bei unserem Kampf unterstützen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir John Seed ausschalten und Hudson retten. Keine Sorge. Bis wir John Cena auslöschen. Was haben wir dann hier noch an? Missionchen. Da haben wir nochmal so ein Gesicht hier. Alter, Andrew, das bin ich. Andrew, du frecher Dachs. Kannst du nicht einfach auf mich schießen? Das ist. Ja, natürlich war ich verfolgt. Das war bestimmt. I'm a shoot. Oh, da haben wir was. Danke. Bitte nochmal eins. Moment. Oh shit. Okay. Das war so natürlich nicht geplant. Ich denke, wenn wir einfach weitergefahren wären, wäre da nicht viel passiert, aber logischerweise kann man das so nicht irgendwann machen. Naja, es gibt mehr als einiges auf die Fresse für euch. Ich hoffe, ich spawn direkt wieder bei der Trulla. Ja, wir sind direkt hier. Und fahren einfach nochmal aufs gleiche Ziel zu. Aber diesmal wird dieses verkackte Silo genudelt. Und wenn wir dann diesen Hangar haben. Oh nein, er ist schon da. Jagt er uns jetzt schon? Nee, oder? Da war irgendwo noch ein Quad gestanden. So. Ihr habt gar kein Ziel in Sicht. Wartet mal. Oh fuck. Okay, wir lassen das Ziel erstmal. Ja, dann komm mal mit. Na, wir lassen es erstmal kurz. Ich will jetzt nicht schon wieder von dem Ding gekillt werden. Oh. Okay, der schießt daneben. Oh, er hat getroffen. Er hat kurz getroffen. Ich schmeiß da noch Bomben ab. Verregte Kerle. Nein. Oh Gott. Was geht hier ab? Einer schreit wie am Spieß da hinten. Das sind ja auch Feinde. Oh Gott. Hier ist es so genudelt. Oh fuck, das war ein zweites. Das war jetzt natürlich nicht meine Schuld. Ach, ich bin Waldstraat, schnell in den Wald. Ja, ich weiß, Andrew. Der Andrew mit seinem Spruch jedes Mal. Ja, ich habe meinem Vater mal zugeguckt, als er in sein Auto geschissen hat. Andrew, manches interessiert hat keine Sau. Oh, was geht nach vorne ab? Alles klar, ich merke schon, was so abgeht, ne? Spaß. Ich hätte keine Unschuldigen, das war ich nicht. Das war jemand ganz anderes. Nee. Das hat Zauberwort nicht gesagt. Hi Bree, how can I help you, dude? My boy, we can fight together, dude. Er ist im Konflikt. Kümmere dich da erstmal drum. Ich gehe so lange den Laden ausräumen. Das kann doch nicht wahr sein, nicht jetzt, verdammt! Nicht doch, jetzt. Ich muss schon jetzt hier mal aufräumen. Das geht doch nicht. Und da haben wir da was Leckeres. Oh nein, es ist Andrew down. Ach komm.
Was ist denn hier? Was hat denn hier rumliegen? Liste mit Babynamen. Hallo Kim, ich habe meine finale Liste mit Babynamen zusammengestellt. 6 Jungen und 6 Mädchennamen. Nick Jungs, Nick Junior, Nick 2, Ace, Pilot, Gunner, Wingman. Mädels, Nicola, Nikita, Niki, Nicoletta. Aber sie, das sind ja echt wunderschöne Namen. Komm schon, Andrew, ich weiß auch, wie du mich rettest. Muss ich dich jetzt auch mal retten? Ja. Oh mein Gott, Inhuman in Erections. Oh, das war echt krass. Oh, er ist von seinem Quad erdrückt worden, oder was? Nee. Ich bin doch schon da, Komm her. So. Ich glaube, das war auch schon die Action, die hier am Start war. Komm, wir fahren das letzte Stück. Ich habe keine Lust, so viel zu laufen. Weißt? Okay, los. Los geht's. Und damit überfahre ich den Questgeber und wir verlieren. Au! Oh. Vielen Dank für die Hilfe und alles. Halt. Ich habe ein Riesenproblem. Was zum Teufel soll ich jetzt tun? Wie kann ich dir denn bitte schön behilflich sein? Wir stecken hier fest. Ich schwöre bei Gott, dass ich diesen Hurensohn John Seed umbringen werde. Ja. Hast du die Peggys mit meinem Flugzeug abhauen sehen? Ich muss es wieder haben. Das war unsere einzige Chance, hier rauszukommen. Ich würde ja selbst gehen, aber meine Frau ist schwanger und überfällig und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, ohne das Flugzeug sind wir am Arsch. Bitte, meine Familie braucht deine Hilfe. Tut mir leid. Diese Gefühlsduselei ist nicht mein Ding. Ich bin übrigens Nick. Hallo, Nick. Du, so wie ich die Sekte kenne, haben sie meinen Flieger auf John Seeds Ranch gebracht. Das ist die einzige Piste, wo man das Ding landen kann. Ich weiß, das ist ganz schön viel verlangt. Aber ich bin echt verzweifelt. Mach ich dir doch easy hin, Mann. Story-Mission. Bin ich sowas von mit am Start? 700 Meter, gar kein Problem. Ich zünd mal eben noch das Ding hier an. Okay, wir können weitergehen. Hat noch einer den Bums gehört? Nö, ich hab nichts gehört. Ich bin taub. Ab jetzt bin ich nämlich taub. Ich denke immer gut mit. Das. Oh mein Gott. So schnell kannst du gar nicht gucken. Ja, los geht's, dude. Ist going. Ah, vielleicht fahren wir da auch wieder mit einem kleinen Symbolchen hin. So. Easy. Zack. Boah, handgebremste Slidung. Krass. Ich habe halt ziemlich viel Force eingespielt früher, ne? Bin halt schon sehr, sehr gut in solchen Autospielen. Klar. Geschlagen kann ich da erstmal nicht werden. Ist logisch. So, einfach den Baum umschifft. Locker. Keine Kollision bis jetzt. Das kann man nur von dem wenigsten behaupten. Oh. Und noch nicht mal gewassert. Ich habe mit Absicht das Auto jetzt einfach nur gewaschen. Komm schon. Jetzt gehen wir ran. Komm mit Andrew. Psch, Andrew. Bin unterwegs. Ja. Oh, Andrew, das ist Sack hoch. Wir haben ein Problem. Ach, Andro. Vielleicht geht's hier hoch? Arno, komm. Ja, Arno, das geht. Dude. Ultra die Höhenmeter gemacht. Nice. Halt. Oh, wir sind voll. Kann ich, kann ich noch irgendwas herstellen? Ja, das können wir noch herstellen. Im Laufen sogar. Sehr schön. Das auch noch. Okay. Können wir noch Oregano herstellen? Nein. Okay, können wir das noch herstellen? Ja. So. Oh, schade. Okay. Unterwegs! Deck mich! Folgen Sie Lügen! Anstatt sich der Stärke hinzugeben. Hey, Peggy ist da drüben! Warte mal. Oh! Oh fuck! Oh Gott, zum Glück hat er das Ding abgefangen. Oh mein Gott, das war sowas von knapp. Ich hätte sowas von easy experience die Geisel erworfen. Auf seiner Ranch eine verdammte Luftwaffe aufgestellt. Der Typ bringt uns noch alle um oder sorgt dafür, dass wir uns wissen. Ja. Ich hab's gesehen, Mann. Alter. Er ist am Erzählen und fliegt einfach weg. Ja, komm mal her. Kein Konflikt. Nee, ich will mit dir reden. Kultisten voraus. Hehehe. So, jetzt aber. Komm. John Seed hat auf seiner Ranch eine verdammte Luftwaffe aufgestellt. Der Typ bringt uns noch alle um oder sorgt dafür, dass wir uns wünschten, wir wären tot. Jemand muss ihn aufhalten. Ich bin doch schon da. Das ist doch schon meine Mission. Das ist doch genau meine Mission da. Da hingehe und den Bangard ummache.
Schießt denn hier rum eigentlich? Auf was schießt ihr? Bitte schön. Hat irgendwie nicht so geklappt. Also. Das Geräusch immer. Wenn es sie trifft. Okay. Vielleicht machen wir. Vielleicht machen wir diesen Angriff sogar ziemlich laut. So. Nee, wir machen hier nicht laut, oder doch? Nee. Nee, machen wir nicht. Einer hat uns gesehen, ist aber nicht schlimm. Ich gehe jetzt, wartet mal, ich flieg nach vorne und steig jetzt aus und hoffe, dass der Heli irgendwie auf irgendeine Art und Weise in diese Station ach Gott, der ist einfach weg. Er ist einfach weg. Wurden wir eben gesehen? Oh, leck mich doch. Oh Gott. Oh mein Gott. Deine Mom ist unterwegs, Alter. Ihr Mim ist on the way. Okay, krasse Mucke ist am Start. Let's go. Boah, ich wollte einen Critical machen. Okay, da können wir nicht. Doch, wir können rein. Sehr gut, wir sind drin. Was haben wir hier? Lecker Heftchen, sehr schön. Und einer down. Und Baumkill, der nächste down. Easy Wallhack. Oh fuck. Weiter geht's. Schnelle Tötungen hier. Ja, ich bin krass drauf. Uzi. Wo ist der? Ist der hier im Busch oder was? Ich hoffe es nicht. Ah, das ist Andrew, der da rausschließt. Gut, dann gehe ich direkt wieder hoch. Da ist was. Wer sieht mich da, Alter, da vorne? So. Was läuft denn noch für Musik? Da singt irgendjemand. Es kommt Verstärkung aus dem Norden. Okay, da kommen wir. Wow. Kommt man schon mal nicht lang, kommt man hier hoch. So. Nee. Scharfschütze, Achtung. Mistiger Mist, ey. Ich kann mich hier nicht richtig verstecken. Wer lässt da schon wieder Musik spielen? Dann könnt ihr mal... Hier. Alter, Andrew. Oh, das ist ein Mülleimer, in dem ich da stacken geblieben bin. Kurz chillen, dass wir uns normal heilen, also von alleine. Okay. Also das hier? Johns Notiz an Joseph. Lieber Bruder Joseph, wie versprochen ist False End jetzt von uns besetzt? Tja, nicht mehr. Ich habe die drei größten Stützen der Gemeinde ins Visier genommen. Mary May, Pastor Jerome und Nick Ray. Und nachdem wir sie mit ihren Sünden gezeichnet hatten, pflanzte ich einen Samen des Zweifels in die Bewohner. Ich zwang jeden von ihnen in Frage zu stellen, woran er oder sie wirklich glaubt. Zu hinterfragen, auf welcher Seite er oder sie kämpfen sollte. Es gab Blutvergießen, aber wenn meine Konvertiten nicht gewesen wären, wäre es noch viel schlimmer geworden. Jean, die wir gerettet haben, wurde Teil unserer Herde. Jene, die gekämpft haben, sind tot. Und jene Sünder, die geflohen sind, ich werde sie fangen. Das ist auch ein Versprechen. Dein Bruder Jan. Mhm. Aber Jan. Ich kann mir jetzt wirklich nicht diese Nachricht anhören. Noch schon die Leute killen. Obwohl da hinten gerade ja, ziemlich viele neue Leute kommen. Hier, gönnt euch mal diese Nate. Und wir finden mal da hinten das Flugzeug von Nick. Ich denke, es ist auch so ein bisschen Außenposten, den wir an sich einfach befreien könnten. Aber wisst ihr was? Das ist mir gerade mal gar nicht so wichtig. Ich will... Oh. Sektennotiz. Ich hatte schon vorgeschlagen, dass wir ein paar Helikopter und sowas ernten, um das Yes aufzubauen. Ah, das ist von ihm. Aber er meinte, er hätte uns Arbeiter für die Errichtung des Schilds ausgewählt, weil wir für die meisten Sünden zu büßen hätten. Ich schwöre, ich könnte spüren, wie mir meine bösen Taten zusammen mit meinem Schweiß von der Stirn tropften, als wir diesen ganzen Stahl, die Sperrholzplatten und die Farbe den Berg hoch geschleppt haben. Wir haben gute Arbeit geleistet. Jedes Mal, wenn ich das Schild sehe, halt es in meinem Herz wieder. Ja, lieber Gott, ja. Aha, okay. Wo haben wir denn hier die... Aha. Funktioniert. Haben wir geklaut. Und bye. Oh, sieht das Ding cool aus. Oh mein Gott, nice. Los geht's. So. Dann fahren wir einfach mal raus.
kann noch nicht schießen irgendwie. Oh, oh. Doch, jetzt schießt er. Oha, was für ein Furz. Krass. Okay, nice, richtig nice. Du musst mir den Vogel zurückbringen. Er ist unser einziger Weg aus diesem Shitstorm. Ja. Jetzt muss ich sicher gehen, dass sie ihn nicht manipuliert haben. Machen wir ein paar Tests. Halt dich beim Kornkreis scharf links und flieg so tief es geht den Fluss entlang. Fluss links. Ich, hier schauen sie mir da richtig. Nee, da waren wir noch nicht. Das war's. Du packst das. Bloß nicht zittern. Wir müssen noch darüber, oder? Sieht ziemlich gut aus hier, klar. Aber ich hoffe gerade nicht so ganz, wohin ich fliegen muss. Ich glaube, ich. Ja, wenn was nicht stimmen würde, wäre die Kiste außer Kontrolle. Ja, ein paar kompetente Piloten hat die Sekte schon auch. Ja. Okay, gut, ja, das sieht auf jeden Fall doch sehr, sehr gut aus, das Flugzeug. Mit Bomben sogar. Jetzt in den Tiefflug. Aber in den Tiefflug. Boah, das ist nämlich ultra ein Battlefield. Diese furzenden Helis. Nee, der ist bei Kott. Ich weiß es nicht mehr. Diese Killstreak, die man erreichen konnte, dann hat einfach. Da kam so eine Einheit und hat so eine Vitol-Einheit, weil das ist vielleicht der, der rumgebombt eigentlich. Ich weiß es nicht. Blöde Peggys, hey. Können doch nichts dafür, Mensch, ey. Ja, ist echt eine Schweinerei, würde mich auch aufregen. Hat er schon recht. Aber trotzdem. Eigentlich war ja klar, dass alles gut gehen würde. Dieses Flugzeug hat noch keinen Rai im Stich gelassen. Aber jetzt schon. Achtung, in 3, 2, 1. Ich weiß nicht, was wir ohne diesen Flieger hätten machen sollen. Doch nicht. Löffelstör. Ja, ich weiß nicht. Gleich zu der Flussgabelung kommen. Okay. Solche Sachen sind auch sehr schnell lame, also einfach so für. Verteidigen will, muss aus besonderem Holz geschnitzt sein. Unter uns, keine Ahnung, ob das auf mich zutrifft. Ich weiß ja nicht, ob du kleine Monster daheim hast, aber ich kann dir sagen, schon beim Gedanken, dass sie ohne Vater aufwachsen müssen, wird mir ganz mulmig. Dabei ist meins noch unterwegs. Komischer Kauzer Kerl. Wenn ich mein Zuhause aufgeben und türmen muss, um meine Familie zu beschützen, dann ist es eben so. Ist doch das Richtige, oder? Ich denke, dass wir ihn dann rufen können als Spezialeinheit und er kommt eben angeflogen und natzt halt ultra die anderen Flieger ab. Das wäre ziemlich nice. Weil die Helikopterfrau war ja wirklich sehr schlecht gegen die anderen Flieger. Das hat ja überhaupt nicht gepasst mit der. Es lässt mir immer noch das Blut kochen, dass ich das Zuhause verlassen muss, das meine Familie mühevoll aufgebaut hat. Die haben sich jeden Zentimeter hier mit Blut und Schweiß verdient und jetzt verliere ich alles an so einen Man-Bun-Hirni und seine Inzuchthorne. Scheiße! Mit den Rice legt man sich nicht an, ohne Federn zu lassen. Lass uns dafür sorgen, dass sie keinen leichten Tod finden, Partner. Mit einem Man-Bun. Aber ich finde sowas, also ich finde sowas auch jetzt nicht wirklich gut aussehen. Ist es das andere für vorhin? Oh yeah. Und bye bye, B. Ich glaube, der ist down. Ja, ist er down? Bestimmt. Das Containerchen. Wo sind die? Wo sind die Biss-Container? Wartet. Achtung, Leute. Oh mein Gott. Der krasseste Pilot unserer World. Okay, nicht wirklich. Es dreht, vor allem dreht sich das Flugzeug automatisch wieder gerade in der, nach der Fassrolle. Nach der. Hoppala, nach der Drehung. Achso, halt, da drüben müssen wir hin. Okay. Sag mir das wieder keiner. Ja, läuft, okay. Machen wir. Mach ich da easy. Oh, was haben wir denn da? Da ist noch ein kleines Siedel, das müssen wir natürlich zerstören, ist klar. Bye bye. Bumm. Und wer steigt hier auf Kühe? Ich sehe keine Feinde. Ah. Wenn du eine sanfte Kurve fliegst, bist du auf einem guten Weg zu meinem Flugplatz. Bis gleich. Sanfte Kurve, ich rasch da aus.
war das Schwierigste. Ich zeig dir, wie man's macht. Bring die Landebahn vor dich, während du kontinuierlich die Höhe reduzierst. Ja, locker. Das hassle ich ja easy hin. Bei GTA bin ich der Profi genau. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. So, ein bisschen langsamer. Klasse Landung, Partner! Ah. Bring mir das Flugzeug, ich winke dir! Er winkt mir. Da hinten winkt. Oh, oh, oh. Wir haben Damage gefuttert gerade eben. Alles gut. Oh mein Gott! Oh mein Gott, da ist sie ja! Du Hurensohn, hast sie! Du hast sie, danke! Kim! Das Flugzeug ist zurück! Ja, hab gehört! Hey, komm schon, wir drehen sie um! Komm schon, pack an! Weißt du, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich sowas wie ein gutes Gefühl habe. Diese verdammten Peggys. Kim, komm schon! Wehe, die haben an ihr rumgefummelt. Dieses Flugzeug ist seit 3 Generationen in meiner Familie. Ist das zu glauben? Kim, kommst du dann? Ja, komme! Ehrlich, die Frau macht mich fertig. Jedenfalls, mein Opa hat sie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Sie war sein ganzer Stolz. Ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Oh oh. Kim, würdest du dich bitte beeilen? Nicht, die Peggy sind unterwegs. Was? Oh. Diese Schweinepriester geben einfach nicht auf. Herr im Himmel. Hör zu, in der Luft bin ich besser, aber am Boden bist du wie ein wildes Tier. Ich greife von oben an und du von unten. Was sagst du? Okay. Booyah! Kim, du bleibst drin, bis ich zurückkomme. Da fliegt er direkt los. Boah, was für ein krasses MG da unten. Ich suche mir einen besseren Winkel. Okay, Monsieur. Und dann, Leute, an euch. Nächste Folge geht's weiter. Ciao, ciao.